Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Day of the Tentacle, einem wirklich witzigen Adventure, das mir bis jetzt sehr viel Spaß macht. Wir haben gerade draußen einen, was war es gleich nochmal, irgendwas Fruchtbaum rot gepinselt, damit wir George Washington, dem alten Kirschbaumfäller, weismachen können, dass es jetzt ein Kirschbaum ist. Entschuldigung. Ja? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? No? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh, du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen! Ich stecke hier fest in diesem... Voila! Du bist schon ein echter Mann! Ja, ich weiß. Okay, jetzt haben wir unseren anderen Charakter auch noch freigeschaltet. Jetzt haben wir alle drei zur Verfügung. Schade um den Baum. Unterdessen. Bin sofort hiermit fertig. Dann schnapp ich mir das letzte Design, nähe es schnell und dann heißt es auf Wiedersehen, Betsy. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um die Fahne auszutauschen. Aber ich muss die Fahne ganz sicher austauschen. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir zumindest auch George Washington ist jetzt... nicht Washington, Edison ist jetzt heimgekommen, ne? Mal schauen, wo der gerade ist und was der so macht. Habe ich irgendwas, das ich ihm... Ups, das wollte ich nicht. Na, zu. Lasst mich hier raus! Ah, okay. Ich habe nichts getan! Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Zu denen kommen wir gleich nochmal. Aber ich wollte mal... Eigentlich wollte ich gucken, ob ich was für seine Zeitkapsel habe. Die Bürste. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh, ich habe eine Idee. Wir stecken den Wein in die Zeitkapsel, schicken den... in die Zukunft quasi über die Zeitkapsel, dann gräbt der in der Gegenwart die aus oder wann auch immer, also was, wo auch immer die Zeitkapsel ist, holt die Zeitkapsel und dann ist der Wein zu Essig geworden und wir schicken den Essig durch die Toilettenspülung zurück in die Vergangenheit. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Das ist so nice. Hui. Das ist so cool, dass das geht. Tut mir leid, den brauche ich noch. Ach Quatsch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Yo, Tom. Thomas. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Nicht so ganz. Wir können uns nicht mal über die Schriftart einigen. Ich hoffe, dass uns bald jemand eine gute Idee unterbreitet. Bis später dann. Was? Was passiert später?
Was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn dann den Holzblock? Ich dachte, den kann ich jetzt nehmen. Jupp. Bitte lass mich in Ruhe leiden. Es ist groß, es ist schwer, es ist hot. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein... Warte mal, müssen wir vielleicht noch kurz in den Raum schauen. Ich will nur gerade rausfinden, wo Edison ist. Also nicht Red Edison. Ben Franklin meine ich. Sieht wie ich aus. Habe ich mir auch schon gedacht. Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Nein, ich ärgere ihn besser nicht. Nein, ich ärgere ihn besser nicht. Na gut, dann wechseln wir jetzt mal in die Gegenwart. Was passiert denn eigentlich hier? So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Hey, Dr. Fred! Sie bekommen noch wunde Hände, wenn Sie so weitermachen. Tut mir leid, liegt am Kaffee. Vielleicht sollten Sie entkoffeinierten Kaffee trinken. Nein, dann schlafe ich ein und die Träume kommen wieder. Wir müssen etwas unternehmen. Was schlägst du vor? Kein Diamant für die Zentraleinheit. Keine Kraft für die Zeitschüsseln. Ein mutiertes Monster. Stromert draußen rum, erobert die Welt. Ein schwarzer Tag für die Forschung. Was wäre, wenn wir den Fluss säuberten? Ich könnte ja meine Matschmaschine ausschalten. Aber es ist zu spät. Sie haben eine Maschine, deren Aufgabe es ist, giftigen Matsch zu produzieren. Man kann kein Hightech-Labor wie dieses haben und dann ohne giftigen Abfall? Die anderen Wissenschaftler würden lachen. Warum können wir die Zeitmaschine nicht so reparieren? Es braucht einen ganz neuen Diamanten. Wo kriege ich nur das Geld dafür her? Gebäck verkaufen? Weißt du überhaupt, wie viel ein Diamant kostet? 2 Monate Gehalt vom Stallburschen? $2 Millionen! Also, haben Sie das Geld oder nicht? Nun, ich habe von der TV-Show nicht so viel Geld bekommen wie angenommen. Wir mussten unsere Villa wieder als Hotel vermieten, um etwas Geld zu verdienen. Ja. Wenn ich nur den Vertrag rechtzeitig unterschrieben hätte. Welchen Vertrag? Nun, nach dem Vorfall, wo ich von dem Meteor aus dem All besessen war, hatte jemand beschlossen, eine Show zu machen. Aber sie haben uns nichts bezahlt. Alles, was wir bekamen, war dieses Videospiel. Wow, das war ein Bestseller. Ja, ich hatte aber vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Ich habe ihn immer noch oben liegen. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Ich habe die Kombination vergessen. Aber das ist so blöd, Dr. Fred. Ich weiß. Ich habe wahnsinnige Albträume deswegen. Jede Nacht träume ich davon, den Safe zu öffnen. Aber da ist nur etwas Schreckliches. Immer und immer wieder. Nacht für Nacht. Trinken Sie deswegen so viel Kaffee? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Wie läuft das Geschäft bei den verrückten Wissenschaftlern? Nicht allzu lukrativ. Hauptsächlich leben wir davon, unser Hotel zu vermieten. Davon und von Ednas Trinkgeld vom exotischen Tanzen. Ha, 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 ha,
Wir müssen etwas... Ja, wir müssen ein neu... Wie wäre es damit, Purpurtentakel zu fangen? Er ist schon lange weg. Vielleicht übernimmt er gerade die Welt. Kühe umgeworfen, Polizei staunt. Bald sprechen wir alle... Nun, Englisch, denke ich. Gibt es nicht irgendetwas, was wir machen können? Geh Diamanten einkaufen. Sag Bescheid, wenn du den Diamant hast. Okay, dann gehen wir mal nach oben und schauen uns mal in der Gegenwart ein bisschen um. Ne, machen wir es chronologisch. In der Vergangenheit haben wir uns gut umgesehen. Schauen wir mal, was wir in der Gegenwart so machen können. Können wir rausgehen? Jetzt? Ja. Weil theoretisch ist da die Mumie wieder. Mit einer Schüssel. Vogelbart. Der tote Cousin Ted. Hey, Ted. Gesprächig wie immer, was, Ted? Junge, ich hab dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Du hast dich nicht verändert. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Er ist Roadie bei einer Heavy Metal Band. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Sollte keine Beleidigung sein. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Hey, Ted. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig... Meine besten Freunde sind in der Zeit gestrandet. Ach, das ist nett, schau. Hier beim Selbstgespräch mit der Mumie reflektiert er quasi ein bisschen und ich kann mir im Grunde anschauen, was ich machen muss. Ich hoffe, Sie können Ihre Johns an eine Steckdose anschließen. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Das einen Dialogbaum würde ich gerne noch machen. Hey, Ted. Junge, ich würde... Purpurtentakel übernimmt wahrscheinlich gerade die Welt. Wir müssen zurück ins Gestern, um die Matschmaschine auszuschalten. Tja, ich... Na gut, okay. Vogelbad. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Erst Lehe. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Bis später. Ja. Ob ihn das interessiert? Es ist wirklich dreckig.
Das gehört mir nicht. Es ist abgeschlossen. Na schön. Ich würde gern wissen, wo der die Zeitkapsel vergraben hat. Aber jetzt schauen wir uns mal im Haus einfach ein bisschen um. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Ich hasse diesen Clown. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Und jetzt? Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Keine Ahnung. What? Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt stecken wir fest. Warum passiert nichts mehr? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts drücken und nichts lenken. Hat sich das Spiel jetzt aufgehängt oder wie? Hallo, Spiel? Kein Knopf reagiert mehr. Das sieht wirklich nicht gut aus. Nein, Spiel! Ich habe nie gespeichert, ey. Ich hoffe, das hat ein gutes Autosave-Feature. Ich befürchte, wir werden es jetzt rausfinden. Uiuiui. Uiuiui, Tiffy. Meine Güte, muss der lang laden, bis der mal mein Safe Game, mein Auto-Safe Game finden kann. Das eine. Ist der Baum schon gefällt? Ja. Jetzt müssen wir fast noch schnell die Dialoge mit ihm machen, aber ich kann die überspringen alle. Hey, Dr. F. Wir müssen. Was kann die ein Sch. Warum? Wo? Gebäck? Was? Zwei Muts. Also. Nun, wir. Wenn ich. Will. Nun, hat alle. Ja. Holen's. Ich. Aber ich im. Ich habe Setz. Sie. Tut. Nein, die Tro. Wie läuft. Nicht auch davon. Nun, wir. Viel. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Okay. Ich glaube, die Dialoge mit der Mumie können wir uns sparen. Der Verbrecher ist jetzt momentan quasi auch wurscht. Der hat uns auch zu nichts geführt, aber wir wissen, dass der eine Brechstange hat, wenn wir eine brauchen. So, und jetzt passt mal auf. Jetzt werde ich mal hier Spiel speichern. Meine Güte. Ey, was ist denn da los? Wirklich. Wie komplex sind denn die Safe Games in diesem Spiel? Wie groß und so. Naja, anscheinend doch recht umfangreich. Jetzt versuche ich nämlich nochmal absichtlich durch den Kamin zu gehen. Weil wenn das da immer abstürzt an der Stelle, finde ich das ein bisschen doof. Ich muss mal schauen, ob für das Spiel Updates verfügbar sind. Aber eigentlich würde mir das doch im PlayStation Menü automatisch gleich, ne? Bin ich gespannt. Ah, okay. Diesmal funktioniert's. Aber hier müssen wir wahrscheinlich eh noch nicht hin. Ein Hebel, der an einer Welle angebracht ist, die Bewegung und Drehmoment überträgt. Hier müssen wir dann irgendeine Fahne anbringen. Geht nicht. Das klemmt.
geklemmt. Das ist schon auf. Ach, das ist schon auf. Es ist nicht ganz das Ritz. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpurtentakel. Nein. Ich wette, selbst im Gefängnis gibt es bessere Räume. Was? So, bevor wir den Raum betreten, machen wir Schluss für heute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.